Wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen. Willkommen auf Nusa Lembongan. Und wer erkennt eigentlich diese Unterkunft? Wir sind hier angekommen. Die hat sich so gefreut, dass wir kommen, weil so viele Leute vor uns hier eingecheckt sind. Ja. Wir waren das letzte Mal vor 2 Jahren hier, aber wir verstehen auch, warum ihr hergekommen seid. Können wir aber später nochmal mehr zu zeigen zu der Unterkunft. Erstmal gehen wir jetzt da unten in den Hafen und springen auf eines der Boote, denn wir haben eine Schnorcheltour geplant. Eine ganz kleine Schnorcheltour geplant. Freuen wir uns auch mega drauf. Hoffentlich sehen wir ein paar geile Manta Rays. Ist ja nicht immer so easy hier, muss man sagen. Ja. Genau. Und dann dachten wir, wir geben euch mal ein kleines Update, wie es eigentlich aussieht mit unserem kleinen Kollegen hier unten und vor allem auch, wie es Elle so geht. Die letzten Wochen, Monate, weil wir auch schon viel unterwegs sind, viel gereist sind, obwohl Elle schwanger ist. Und da kommen immer viele Leute und sagen, ja, wie macht sie das eigentlich, wie geht's ihr und so weiter. Deswegen, da wollten wir auf jeden Fall ein Update geben. Genau. Und ja, generell haben wir euch, also wir haben auf Instagram viel geteilt, aber auf YouTube noch nicht so viel darüber. Wir sind ja auch mittlerweile schon im 8. Monat unterwegs. Richtig. Und das heißt, es wird bald ernst und deswegen dachten wir, müssen wir da noch ein kleines Update geben. Aber ja, wir packen jetzt erstmal, oder Badehose haben wir schon an, packen unsere Schnorchelsachen ein und gehen los. Los. Let's go. Am Strand angekommen, mehr oder weniger. Und was wir tatsächlich immer noch machen, auch so hochschwanger ist, Roller fahren. Hier ist natürlich super safe, weil hier auch kein Verkehr ist. Mit Django fahre ich schon ein bisschen vorsichtiger, aber dadurch, dass wir so geübt sind, das schon so lange gemacht haben, machen wir das eigentlich jetzt die ganze Zeit. So auf längeren Strecken zum Beispiel, also wenn wir jetzt zum Beispiel nach U-Boot oder so gefahren sind, da bin ich alleine mit dem Roller gefahren, der ist mit dem Taxi, weil da muss man es nicht riskieren, aber so im Alltag machen wir das auf jeden Fall immer noch. Aber jetzt suchen wir erstmal unseren Kapitän, den wir uns hier irgendwie verabredet haben. Und dann geht's los. Ja, great. Hat mich gefragt, ob ich auch snorkeln kann. Und kannst du? Oft fragen mich die Leute, ob ich Dinge kann aktuell. Aber ich kann. Also ich bin mir ziemlich sicher, ich bin ja professional. Go to the Manta Bay first. Mm. After the Manta Bay, we're going to the Crystal Bay for looking some beautiful coral and fish. And sometimes there we can see the turtle. Okay. But I hope today we are lucky for see the manta ray. Mm. Yeah. And after that, the last point, we go to the mango point here. Okay. Aber ich muss sagen, es war schnell und bumpy. Ihr habt euch auch gerne nach hinten gesetzt. Aber erst, ist ja okay. Ist auch nicht so lustig. Die Leute machen sich auf jeden Fall meist mehr Sorgen um Elle als Elle um sich. Aber du weißt auch am besten, was du kannst, gell? Ja. Bist du nämlich Maschine. Ich war halt oft rot. Du fährst auch rot. Also, ja, wenn man jetzt hier vielleicht Tourist ist und keine Ahnung, einmal in 10 Jahren rot fährt, das ist ja auch nochmal was anderes. Aber ich war halt sehr, sehr oft rot. Und jetzt sind wir gerade in der Manta Bay, ist auf jeden Fall sehr wild. Man ist so direkt am Felsen und die Wellen kommen rein. Und jetzt checkt er, glaube ich, noch, ob hier Mantas sind. Und wenn ja, dann springen wahrscheinlich alle rein. Hier, da. Oh ja, oh, und da ist Manta. Okay, let's go, man. Prepare. Ja, hier ist er. Leute, das ist so geil, wirklich. Also wir waren hier schon 2-3 Mal schnorcheln, wir hatten immer Pech mit dem Mantas und dieses Mal sind so Riesenteile direkt neben einem, unter einem, über einem. Das war absolut geil. Also wirklich wie Mantas. Wie schnorcheln. Nee, aber wir waren schon oft hier und ja, wir haben noch nie stimmt. So viele Mantas gesehen. Ich glaube, wir haben einmal gesehen. Und jetzt waren die so nah bei einem und es war wirklich einfach nur geil. Die sind riesig.
riesig. Ja. Das ist echt Wahnsinn. Also es ist auf jeden Fall gelohnt. Und da muss man noch nicht zum Manta Point fahren, wenn man so viele an der Manta Bay sieht. Das war jetzt Manta Bay. Ja, das war Manta Bay. Und das waren ja so viele, oder? Ja, das hat sich super gelohnt. Ja. Und das war auch gut, dass es, es war nicht so krass tief, ne? Also nee, ich glaube, genau. Bei dem anderen ist es dann so arg tief. Ja, also es war richtig schön. Hat sich sehr gelohnt. Und die anderen Spots auch super, super schön. Unter Wasser auch gar nicht so viel los, dann das verteilt sich immer gut. Und also wir finden es schon entspannt, wenn man sich das Boot halt nicht teilen muss. Sonst sind schon sehr viele Leute drauf. Aber an sich, wenn man ein bisschen was sparen will, geht das natürlich auch, weil im Wasser ist es dann auch wurscht, sozusagen. Genau. Ich glaube, auf den anderen Booten sind so 15 Leute Maximum. Ja. Und hier waren wir jetzt halt zu viert. Und wir haben die anderen Boote gesehen. Ich würde schon sagen, da waren immer so 10, 12 Leute drauf. Ja. Den haben wir sogar hier in der Facebook-Gruppe von uns gefunden. Also hat einer von euch empfohlen. Es lohnt sich auch für euch. Da werden immer Themen besprochen und Tipps geteilt und alles. Ich glaube, wir haben über 6000 Mitglieder. Ja. Deswegen. Aber richtig geil. Und jetzt brauchen wir erstmal ein bisschen Brekkie. Schneidet man das jetzt so? Wir sind jetzt auch an unserem Lieblingsfrühstücks- und eigentlich auch den einzigen Frühstücksort, den wir auf der Insel regelmäßig besuchen. Aber ich sag mal 50% wegen der Location. Das Essen ist aber auch nicht schlecht, muss man sagen. Ich hatte zum Beispiel gestern so eine Ramen zum Mittag, die war sehr lecker. Frühstück würde ich sagen ist okay. Kaffee. Kannst du empfehlen den Kaffee? Bitte? Kannst du den Kaffee empfehlen? Auf gar keinen Fall, das ist eine 1 von 10. Okay, Kaffee ist eine 1 von 10, den können wir nicht empfehlen. Aber Essen und Location 10 von 10. Oder? Die Füße im Sand. Ich hab die Füße im Sand. Es ist kalt. Es ist so kalt, oder? 1, 2, 3. Hier sind aber auch so ein paar Korallen, da muss man aufpassen. Aber ich muss auch sagen, meine Füße tun langsam so ein bisschen weh. Also ich merke einfach, dass ich schwerer bin. Meine Fersen schmerzen mir teilweise, wenn ich viel laufe. Gut, und dass wir hier nicht laufen. Ich habe auch manchmal mittlerweile so ein bisschen so Wadenkrämpfe oder so. Dagegen nehme ich jetzt schon Magnesium einfach. Oder aber auch schlafen ist jetzt irgendwie auch nicht mehr so chillig. Ne? Also es hat sich schon irgendwie so verändert. Ja, weil ich halt immer, ich habe immer ein Kissen zwischen meinen Beinen. Und wenn man sich dann nachts umdreht, dann ist aber erstmal so, irgendwie macht man so halb auf und muss alles mit umziehen. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, geht es mir richtig gut. Es gibt halt, es fangen so kleine Bewegchen an, nenne ich es mal irgendwie so. Aber es ist alles immer noch im Rahmen und easy. Aber ja, ich wiege natürlich auch einfach viel, viel mehr wahrscheinlich als vorher. Wir haben keine Waage. Wir gehen jetzt nochmal zum Arzt, da werde ich mich nochmal wiegen. Aber ja, klar, ist ja klar, dass es irgendwie... Ja, stimmt. Der nächste Termin ist auch in ein paar Tagen. Und was natürlich jetzt auch regelmäßig eingeführt ist, werden... Muss quasi, sind Massagen, deswegen gehen wir auch noch gleich zur Massage. Ja. Hier gibt es auch eine ganz schöne, die wir euch noch nicht vorenthalten wollen. Es war nicht leicht, einen Termin zu bekommen. Nee. Und dann erzählt euch Elle nochmal ihr Problem bei der Massage. Ja, da habt ihr auch ein Problem. Da haben wir ein Problem. Aber jetzt müssen wir erstmal noch kurz uns abkühlen. Und dann gehen wir heute Abend hin. So, wir sind zurück in der Unterkunft. Wie ihr sehen könnt, hat die einen sehr schönen View. Und wenn ihr OG-Fans seid, dann wisst ihr, dass wir ungefähr mal vor 2 Jahren waren und die seitdem immer empfohlen haben, weil die sehr gut bei euch ankommt, weil sie preislich halt noch schon günstig ist, würde ich sagen. Ja, genau. Für das, was man geboten bekommt. Ja, ne? Ich glaube so 35, 40 Euro die Nacht. Genau, hat ihr so ein eigenes kleines Hütchen mit super geiler Aussicht. Sowas. Eigentlich ist es auch sehr ruhig hier, außer dass heute gerade der Bagger hier irgendwie am Machen ist, aber das war die letzten Tage nicht so. Ja. Aber im Zimmer hört man es auch nicht, ne? Nur jetzt gerade hier, wo wir stehen. Und ich würde sagen, die Hälfte der Zimmer sind mit Leuten von euch ausgebucht. Die haben sich ganz doll gefreut, uns kennenzulernen, weil sie von euch schon so viele kennengelernt haben. Was heißt kennenlernen? Wer hat sich uns gefreut? Wiedersehen. Die Besitzer. Genau, ja, die stimmt. Besitzer. Die nicht uns kennenlernen. Wir haben uns ja schon mal kennengelernt, aber uns wiederzusehen, weil sie schon so viele von euch kennengelernt haben. Ja, war richtig süß. Sie hat extra gewartet, bis sie nach Bali gefahren ist zur Hochzeit, weil sie ihr nochmal Danke sagen wollte. Und uns Hallo sagen wollte. Und im Prinzip geht das Danke natürlich an euch, weil ihr fleißig bucht. Genau. Und ja, ist irgendwie süß. Und wir haben natürlich auch ganz viele von euch jetzt hier wieder kennengelernt, ist klar. Genau, deswegen mussten wir die auf jeden Fall hier nochmal mit ins Video reinnehmen und euch sagen, genau, ist immer noch geil. Wir können sie auch nochmal verlinken, oder? Dann finden die Leute die easy. Genau, und es ist auch echt, also geile Lage, man ist in 5 Minuten da unten am Strand, man kann aber auch in die andere Richtung, so Richtung Mushroom Beach und sowas fahren. Finden wir richtig geil, kann die Wellen von hier oben mehr oder weniger beobachten. Und es ist halt richtig ruhig eigentlich. Ja. Cool.
Und wenn der Vulkan mal rauskommen würde, wäre es noch besser. Ja, aber wir haben gestern die Spitze gesehen, aber aktuell zeigt er sich nicht. Nee, das sind immer die Wolken. Ist nicht die Zeit, vielleicht. Ist nicht die Zeit. Oh, ich glaube, mein Essen kommt. Yay. Yeah. Ich mal so gering. Nazi-Goreng. Für die Leute, die sich beschwert haben, dass wir zu hippie und zu abgehoben geworden sind im letzten Video. Hey. Wir essen auch noch Nazi-Goreng, Leute. Wir essen wirklich fast jeden Tag indonesisch. Aber natürlich sind wir halt auch irgendwo nach Bali für die ganzen tollen Sachen, die es hier gibt. Sonst können wir auch in Upangan leben. Ja, okay. Oder sagen wir waren in... Waren wir da nicht. Nee, auf dem Mentawise, sonst können wir auch auf dem Mentawise leben. Ja. Aber wir brauchen auch natürlich, wir stehen auch auf leckere Sachen. Ja. Gutes Essen. Und der guter Mix Kaffee, macht sehr aus. Der also Mix mittags macht. Essen wir halt auch Reis genau. Mit Scheiß. Und das macht Bali auch aus, oder? Dass man beides hat. Man hat die fancy Sachen, man hat die Kultur, man hat das lecker, man hat die Local Gerichte und man hat vor allem das Surf. Okay. Also was wir wieder merken ist, wir sind viel zu selten auf dieser Insel. Aber was wir jedes Mal sagen, wenn wir hier sind, es ist einfach super schön. Wir haben auch schon ein paar Videos von hier online, aber auf jeden Fall nicht genug. Das ist, glaube ich, das letzte schon ein, zwei Jahre her. Und es enttäuscht auf jeden Fall nicht hier. Das sieht krass aus. Das ist ja richtig schön. Es ist einfach nur schön. Ja. Für die, die es zu hipster ist. Es gibt auch günstige Massagen, haben wir gestern probiert oder vorgestern? Vorgestern. Aber wir würden sagen, die 10 Euro Aufpreis kann man, lohnt sich schon. Es sieht schon sehr schön aus. Das ist natürlich jetzt special, ne? Dass man mit Blick aufs Meer hat. Ja, das kenne ich so auch gar nicht. Das sieht echt heftig aus. Okay, es ist vorhin ganz nett zu sehr witzig mutiert. Wir werden mit dem Golfkart abtransportiert zu unserem Massage Place. Ich frage mich, wie weit wird die Fahrt sein? Die haben gesagt 20 bis 25 Minuten. 20 bis 25 macht Sinn, ja. Ach, sind das hier auch Zimmer oder was? Oder sind das die Massageräume? Das wäre ja krank. Okay. Thank you. Enjoy. Okay, das ist schon sehr wild. Das ist vielleicht, ich kann verstehen, wenn ihr sagt, das ist übertrieben, aber es ist echt cool. Man hat hier den Blick auf das Meer. Jeder hat seine einzelne Kabine für zwei Leute. Und ja, das ist fast auch nur 25 Euro oder so für eine Stunde Massage. Das kann man auf jeden Fall mal machen, aber ihr müsst echt früh buchen. Wir haben, glaube ich, 2-3 Tage vorher versucht zu buchen über WhatsApp. Und ja, ist nicht so einfach. Es ist sehr krass ausgebucht. Das ist echt wunderschön. Also das war sehr wild. Man fährt da einfach hoch und das sind einzelne Kabinen, wie so eine Cabana, als wäre es ein Resort. Und dann sind da zwei Liegen drin, eine Dusche hinten so, also man könnte da wohnen quasi. Und dann legt man sich hin, das ist einfach ein Spiegel, dass man das Meer sieht, weil es ist ja Open Ocean View. Richtig crazy. Wie war es hier unten? Ich saß hier auf dem Stuhl, aber auch richtig geil. Ich bleibe mit dem ganz linken Stuhl, wo ich nicht ganz so viel vom Meer gesehen habe. Und wir haben angefangen mit Neck. Deswegen hatte ich meine Augen dann relativ schnell zu. Aber es war richtig gut, fand ich. Was ich aber sagen muss, was ich bei der Massage, ich wollte euch ja noch erzählen, was ich bei der Massage für ein Problem habe. Und zwar schläft nämlich auch mein Oberschenkel öfters ein. Da klemmt sich irgendwie was ein. Und da kann ich den nicht mehr, also es fühlt sich dann irgendwie unangenehm an meinem Oberschenkel. Ich muss den regelmäßig bewegen und bei der Massage traue ich mich nicht so richtig, den so viel zu bewegen. Und neulich waren wir auch bei der Massage und da hatte ich so einen kleinen Kollaps, weil ich irgendwie, glaube ich, zu wenig getrunken habe und es war zu warm und dann mit der ganzen Luft und so, hatte ich irgendwie so einen kleinen, wie sagt man denn, Kreislauf war es. Ja. Und ja, das sind so Sachen, die jetzt einfach dazukommen, so Kleinigkeiten. Mir geht es an sich richtig gut, aber es sind dann, genau, Sodbrennen habe ich auch manchmal, fällt mir gerade ein, auch ganz selten, aber immer mal wieder halt abends oder so. Also ihr merkt, an sich geht es mir gut, aber es fangen jetzt diese kleinen Sachen an, die man einfach merkt, ja, die sich halt einfach verändern.
aber mit denen man alle leben kann. Und ich glaube auch, das war jetzt die letzte Reise, die wir hatten, sozusagen. Wir sind ja schon nicht weit unterwegs gewesen. Ja. Aber ich glaube, jetzt erstens müssen wir uns jetzt wirklich mal auch fokussieren darauf, dass wirklich bald ein Kind kommt. Das heißt, uns so richtig auf die Geburt vorbereiten. Wir ziehen jetzt auch nochmal um. Hey. Da haben wir jetzt was gefunden. Das wird auch jetzt eins der nächsten Videos sein. Also seid gespannt. Und ja, wir müssen noch ein paar Sachen besorgen, also es sind noch echt viele Sachen, aber jetzt waren unsere Freunde aus Deutschland da, deswegen haben wir denen noch mal so die besten Seiten Balis gezeigt, dachten wir, perfekt, können wir es euch auch noch mal zeigen und wieder sowas wie Lemongan updaten. Wie gesagt, wir haben von Lemongan zum Beispiel schon ein Video-Guide sozusagen, was man hier machen soll, weil wir können jetzt, also wir waren schon fünfmal hier, wir fahren jetzt natürlich nicht jedes Mal zum Blowhole und gucken, wie die Steine da das Wasser spritzen. Es ist zwar jedes Mal cool, aber wir können nicht jedes Mal alle Touristenaktivitäten machen sozusagen, deswegen der Reiseführer oder das Video. Genau, der Reiseführer wird drin. Jetzt auch dann nochmal aktualisiert mit den ganzen Sachen, die wir jetzt wieder erlebt haben oder gesehen haben. Checken auch gleich einen Inder aus und so. Immer regelmäßig. Genau. Aber das ist schon immer cool, aber wir freuen uns jetzt auch jetzt mal wieder einen Moment anzukommen und jetzt wird sich ein bisschen gesettelt, jetzt wird es glaube ich ein bisschen ruhiger, zumindest zwischen uns beiden mehr oder weniger. Jetzt wird sich darauf konzentriert, Geburt steht an. Genau, und dann sind wir irgendwann bald einfach, oh mein Gott, wir sind einfach bald zu dritt. Seid gespannt, Leute. Ein bisschen dauert es noch, aber nicht mehr lange. Ja, jeden Tag wird mein Bauch einfach größer. Es ist so verrückt. Und jeden Tag, man möchte denken, es geht nicht mehr, aber es passiert. Und jeden Tag sagen wir so, wir gucken ihn so im, ich gucke ihn so im Spiegel an und denke mir so, boah, krass. Jeden Tag seit Monaten. Das ist schon, aufregender, als wir gedacht haben, auf jeden Fall, dieses ganze Schwangerschaftsthema. Wirklich. Ja, natürlich. Aber auch so voll cool. Einfach so viele Sachen, über die man sich vorher keine Gedanken gemacht hat, sind jetzt einfach relevant. Thema. Ja, wie gesagt, alles eigentlich. Alles, aber wollen euch nicht zu lange zutexten. Genau. Vielen Dank fürs Einschalten. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr euch das Video gefallen hat und abonniert auch gerne, wenn ihr uns abonnieren wollt. Wir freuen uns über jeden neuen Abonnent, aber auch wenn ihr natürlich das nächste Video schaut. Das nächste Video kommt dann, wie immer, nächste Woche und dann sehen wir uns dann. Tschüss.